Das letzte Heimspiel in diesem Jahr ist sehr, sehr erfreulich zu Ende gegangen. Ein 3:0-Sieg gegen Wacker Innsbruck. Ein Spiel, das wir von vorn bis hinten eigentlich nach Hause gespielt haben. Siehst du es auch so? Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung war. Wir haben unglaublich gut gegen den Ball verteidigt. Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Das, was wir haben wollten, haben wir wirklich umgesetzt. Ich glaube, Innsbruck hat in dem ganzen Spiel 1 bis 2 Torchancen gehabt und das haben wir wirklich gut wegverteidigt. Und ja, es hat heute eine große Freude gemacht, meiner Mannschaft beim Fußballspielen zuzusehen. Jetzt haben wir das letzte Heimspiel in dem Jahr eben absolviert. Wir stehen bei 20 Punkten. Wie zufrieden bist du mit dieser Ausbeute aus den ersten Runden? Zufrieden? Natürlich strebt man immer noch mehr, keine Frage. Aber ich glaube, man muss schon mal das Ganze analysieren und sagen, wo wir letztes Jahr herkommen sind und wo wir jetzt da stehen. Ich glaube, da ist viel weitergegangen. Die Jungs, da kann ich es wieder nur loben, ziehen unglaublich gut mit im Training. Ja, es macht einfach riesig Spaß. Und jetzt haben wir noch ein letztes Spiel vor der Brust in Lustenau. Da wollen wir natürlich noch mal was mitnehmen. Und dann gehen wir in die wohlverdiente Winterpause. Und dann werden wir uns im Frühjahr wieder vorbereiten auf die Frühjahrsaison. Und ja, sehr, sehr zufrieden heute. Wie kommt denn so eine Abwehrleistung zustande, dass so wirklich große Namen, die ja im Sturm von Innsbruck spielen, doch zu eigentlich überhaupt keiner Chance kommen oder vielleicht war es ein Torschuss? Wie wird das im Vorfeld geplant, trainiert? Welche Schritte setzt ihr da? Ja, wichtig ist einmal, wo man die Mannschaft hinlenkt, ja, die gegnerische. Einfach die Räume zu schließen, ja, mit Deckungsschatten arbeiten für die Schwächen, was die haben natürlich, wir haben gewusst, es fällt ein Linksfuß aus in der Innenverteidigung, dann wollten wir es für auf links drehen, das Spiel von innen, weil Rechtsfuß dort gespielt hat und ja, das war heute, hat das relativ gut funktioniert, muss man echt sagen und wir haben teilweise dann Probleme gehabt, Anfang zweiter Halbzeit ein bisschen mit Anlaufen, aber dann ist wieder besser geworden, aber es kommt immer darauf an, wie es die Mannschaft umsetzt und da kann ich ihr nur gratulieren, dass sie das wirklich gut gemacht hat. Du hast deinen Job offensichtlich auch sehr gut gemacht, vor allem ein goldenes Händchen beim Wechseln. Slobodan Mihajlovic kommt, erzielt ein Tor, legt eines auf. Ich nehme an, du bist sehr zufrieden mit ihm. Sehr zufrieden. Jetzt kann man sagen, ja, man hat es richtig gemacht. Fakt ist, der Haki hat nicht mehr gekonnt. Ja, das muss man ehrlich dazu sagen. Slobo war eigentlich für später geplant, aber wenn er es noch so umsetzt, Haki war verletzt, dann ist es richtig gut, weil jeder, was im Kader ist, ja, hat seine Qualität. Der Slobo hat sehr, sehr viel Qualität. Für mich setzt das noch zu wenig um, wo er wirklich überragend ist mit seiner Geschwindigkeit. Da könnte er hin und wieder einfacher spielen. Aber bis jetzt, wenn er von der Bank gekommen ist, hat er immer frischen Wind gebracht. Und wir haben gewusst, okay, die letzten 20 Minuten, wenn wir ihn reinhauen, öffnet uns wieder neue Räume. Genauso freut es mich unglaublich für den Zubak-Peter, der sie den wahrsten Sinne den Arsch aufreißt, auch im Training. Viel Pech gehabt, am Anfang ist nicht so gelaufen, dann ist Corona dazugekommen bei ihm. Hat dann wieder länger gebraucht, bis er im Training auch wieder auf 100% war. Jetzt sieht man die letzten 1-2 Wochen, dass es wirklich nach vorne geht. Und ich glaube, der Treffer tut ihm unheimlich gut. Dann nehmen wir den dritten Torschützen auch noch mit rein. Martin Harrer im 100. Zweitligaspiel hat er getroffen. Und was mir aufgefallen ist, dass jetzt ihr auf der Bank wirklich explodiert. Was war da? Der Martin kämpft seit Wochen schon mit der Wade und mit der Hüfte. Er opfert sich für die Mannschaft auf. Solange das geht, 60 Minuten, 65, 70, ja, ist er extrem wichtig für die Mannschaft, weil er die Bälle halten kann. Er kann selber Tore erzielen, macht die Spieler neben ihm auch besser. Ja, und da muss man wirklich den Hut ziehen. Es ist nicht selbstverständlich, wenn einer Probleme hat, dass er dann immer wieder versucht zu spielen und immer wieder alles gibt. Ja, und deswegen großes Kompliment. Wir versuchen ihm so gut wie möglich halt dann immer die Pausen zu geben auch. Aber ja, ich kenne jetzt da noch ein paar aufzählen, die ähnliche Probleme haben. Ja, und, aber heute lassen wir das Ganze. Ich glaube, es hat an jeden gefallen, dass wir heute gewonnen haben. Die führen GRK halten. Und so kann sie es sehen lassen, beziehungsweise der Nikolaus, glaube ich, ist schon ein bisschen vorher gekommen. So ist es. Dir einen schönen Nikolaus und wir hören uns dann und sehen uns dann vom nächsten Spiel wieder. Bis dahin, schöne Trainingswoche. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.